Hallo, mein Name ist Sandrine und ich arbeite im Zentrum Paul Klee im Crea Viva. Wir gestalten heute zusammen etwas und zwar machen wir eine Zündholzschachtelgeste. Heute brauchen wir zum Gestalten zwei Stückchen Korkzapfen. Und die habe ich schon zugeschnitten. So, es wäre gut, wenn vielleicht deine Mami oder dein Papi dir das zuschneiden könnte, weil das ist ein bisschen gefährlich mit dem Japanmesser. Wir brauchen zwei Zündholzschachteln. Wir brauchen eine Farbe, ein schwarzes Karton, einen Pinsel, einen Filzstift, einen Leim, eine Schere. Dann würde ich vorschlagen, dass wir zusammen mal die Zündholzschachtel auftun. Und dann können wir jetzt zusammen uns mal ein bisschen überlegen, wie wir aus dem ein Gesicht machen könnten, so eine Zündholzschachtelgeste. Und für das tue ich als erstes jetzt mal die so ein bisschen herbüscheln. Und dann können wir es auch gerade mal von Anfang an schon anleimen. Gut festdrücken. Wenn ich mir noch die Ohren mache und ein Maul, tue ich mal ein bisschen auseinanderschneiden. Und jetzt darfst du einfach, so wie ich jetzt gerade, einfach auch ein bisschen ausprobieren, um zu schauen, wo wird was sich eignen, für was könnte man es brauchen. Meine Zündholzschachtelgeist hat ganz spitzige Zähne. Und auch hier, wenn du findest, dass du jetzt zufrieden bist, eben nachher einfach mit dem Weisslein ankleben. Dass mein Zündholzschachtelgeist noch eine Zunge bekommt, kannst du eben auch gut auch etwas noch anmalen. Für das haben wir hier noch einen Stift gehabt. Und diesen Stift brauche ich jetzt noch, für meiner Zunge ein Muster zu geben. Und klebe es dann so drauf, die Zunge, dass sie absteht. Die zwei Korken eignen sich super als Augen, als Pupillen der Augen. Und darum klebe ich die in die Mitte der Zündholzschachtel. Und auch hier, wenn ihr wollt, dass eure Augen vielleicht noch irgendein Muster hat oder innen noch der schwarze Tupf, dürft ihr auch das mit dem Filzstift oder anzeichnen. Jetzt haben wir ja hier noch ganz, ganz viele Zündhölzli. Das Zündhölzli kann gerade die ganze Länge haben. Das Zündhölzli kann aber auch abgebrochen werden. Das ist ganz dir überlassen. Ganz wie als Schnurrbart zum Beispiel. Jetzt haben wir ja hier immer noch ein paar Teile von Kartonschachteln. Und mit denen möchte ich jetzt noch etwas machen. Und zwar Ohren von Seiten. Und ich finde, das Karton bisschen hier eignet sich jetzt gerade super, für Wimpern daraus zu machen. Was mir jetzt hier noch fehlt, die Schnurrhaare auch noch ein bisschen verzieren. Die weiße Farbe habe ich gewählt, weil ich mich gerne ein bisschen beschränken auf einfache Farben. Wenn du aber willst, darfst du gerne natürlich auch andere Farben nehmen. Und dann ist mein Zündholzschachtelgeist fertig. Ich habe schon andere ausprobiert und möchte damit einfach sagen, dass der überhaupt nicht so aussehen muss wie meine jetzt gerade. Der kann gut auch so aussehen. Oder der kann so aussehen. Und wenn du weitere Sachen mit mir gestalten willst, dann schaust du auf die YouTube-Seite SRF Kids schauen. Und dann wünsche ich dir jetzt ganz einen schönen Tag und bis ein anderes Mal. Tschüss!